Wie ihr vielleicht wisst, bin ich seit mittlerweile einem Jahr gar nicht mehr der einzige Technikmonk hier auf dem Kanal, sondern es gibt noch einen weiteren Technikmonk, den kennt ihr vielleicht aus dem MacBook-Vergleich-Video. Ansonsten aber ist er die meiste Zeit hinter der Kamera am Schreibtisch und schneidet die Videos. Und die ganze Magie passiert hier hinten an diesem kleinen, ja etwas mickrigen Schreibtisch-Setup. Und deswegen habe ich mir zusammen mit Benke überlegt, dass ich dieses Schreibtisch-Setup für Lars mal ein bisschen aufmotzen möchte. Was auf so ein Schreibtisch-Setup drauf gehört, weiß Lars, glaube ich, am besten. Und deswegen würde ich sagen, fragen wir ihn mal selbst. Lars, komm mal her und erzähl uns mal, was auf dein perfektes Schreibtisch drauf gehört. Auf meinen perfekten Schreibtisch gehört auf jeden Fall, um produktiv arbeiten zu können, 3 Bildschirme, dann ein schickes Maus- und Tastatur-Setup, vielleicht bei den Pausen noch eine PlayStation 4. Eine PlayStation 5. Und weil mein Handy immer leer ist, brauche ich unbedingt eine Lademöglichkeit. Ja. Ja gut, also ich weiß nicht, ob du dir mal unsere Einnahmen aus dem letzten Monat angeschaut hast. Ich weiß nicht, denkst du, ich bin Krösus, dass ich mir sowas leisten kann? In terms of money, we have no money. PlayStation 5, alles klar. Na gut, das größte Problem ist aber vor allem die 3 Monitore, um die eben an den Mac anzuschließen. Und genau für dieses Problem hat BenQ eben eine Lösung und die schauen wir uns jetzt an. Und zwar hat uns BenQ für dieses Problem die B-Creators DP1310 zugeschickt. Das ist eine 13:1 Docking Station, die es eben ermöglicht, bis zu 3 Monitore aus bis zu 2 unterschiedlichen Quellen angeschlossen werden können. Das heißt, in dem Fall von dem Setup von Lars, dass wir jetzt die PlayStation und den Laptop anschließen können, das Ganze eben an 3 Monitore. Der Laptop wird dann an die Docking Station per USB-C angeschlossen, kann dann 3 Monitore mit 4K und 60 Hertz betreiben und die PlayStation, die per HDMI 2.1 angeschlossen wird, die kann sogar mit 8K bis zu 60 Hertz betrieben werden oder aber 4K bis zu 120 Hertz. Das heißt, wir haben hier eine Docking Station, die auf einer extrem hohen Leistung Monitore betreiben kann, ohne zusammenzubrechen. Auf der Vorderseite von dieser Docking Station ist dann ein großer Knopf und der ermöglicht es euch dann zwischen den beiden Quellen, also der PlayStation und dem MacBook, hin und her zu schalten. Das heißt, wenn Lars jetzt in seiner Mittagspause ist, gerade ein Video geschnitten hat und jetzt mal eine Runde zocken möchte, dann kann er da einfach draufdrücken und dann switcht einer dieser Monitore eben zu der PlayStation als Quelle und er kann direkt loszocken. Neben diesem großen Knopf gibt es dann noch einen Mini-Klinkenanschluss, um eure Kopfhörer anzuschließen, außerdem einen USB-C-Anschluss, worüber ihr zum Beispiel ein iPhone mit bis zu 36 Watt laden könnt, auch wenn ein iPhone nur bis zu 26 Watt geladen werden kann. Aber vielleicht habt ihr ein Android-Smartphone, was über 36 Watt geladen wird. Und dann habt ihr eben auch noch 2 USB-A-Anschlüsse, ganz normale Anschlüsse auch zum Laden eurer Geräte. Ihr könnt aber natürlich das Ganze auch verwenden, um Daten zu übertragen. Wobei man sagen muss, wenn man dann nochmal auf die Rückseite schaut, dann gibt es da nochmal extra USB-A-Anschlüsse. Einmal, um euer Maus- und Tastatur-Setup anzuschließen, aber ihr könnt auch darüber natürlich irgendwie eine Festplatte anschließen, beispielsweise, um Daten direkt auf euren Mac zu übertragen. Ansonsten gibt es auf der Rückseite auch noch einen LAN-Anschluss mit bis zu 10 Gigabit Datenübertragung, also auch da seid ihr, wenn ihr da wirklich große Datenmengen hin und her transferieren wollt, gut aufgestellt. Zudem habt ihr eben auf der Rückseite eben die verschiedenen HDMI-Anschlüsse, 3 Stück an der Zahl, wobei einer davon eben doppelt belegt ist, eben für die PlayStation. Und wenn ihr noch einen dritten Monitor anschließen wollt, dann funktioniert das Ganze über DisplayPort. Und jetzt werden viele von euch sagen, na, wenn ich da bis zu 3 Monitore mit 4K und 60 Hertz betreiben kann, wahlweise sogar auch noch einen Monitor mit 8K bis zu 60 Hertz bzw. 4K und 120 Hertz, dann muss das Teil, wenn es so viel Leistung bringt, ja auch ganz schön warm werden. Und da kann ich euch mal beruhigen, denn es ist nämlich so konstruiert, dass dieses Gehäuse eben ja wärmeableitend ist. Das heißt, es wird nicht zu heiß, auch nicht, wenn ihr da eben 3 Monitore angeschlossen habt. Da müsst ihr euch also wirklich gar keine Sorgen machen. Okay, das waren jetzt ganz schön viele Daten und ganz schön viel Fachgesimpel. Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, wie das Ganze in der Praxis funktioniert. Also, zuerst schließen wir die 3 Monitore via HDMI bzw. DisplayPort an die Docking Station an. Jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr auf eurem MacBook DisplayLink installiert, denn nur so könnt ihr diese 3 Monitore überhaupt betreiben. Anschließend könnt ihr jetzt die PlayStation an den zweiten HDMI 2.1 Anschluss anschließen und voilà, das Setup steht, ihr könnt jetzt schon zwischen den verschiedenen Monitoren hin und her switchen. Also zumindest steht das Setup jetzt fast, denn was jetzt noch fehlt, ist eben natürlich das Tastatur-Setup. Das, was Lars hier vorher genutzt hat, das würde vielleicht seiner Mutter gefallen, aber nicht ihm. Er steht auf RGB Light und deswegen, ja, werden wir das Ganze eben jetzt auch noch spendieren.
Und was jetzt eigentlich nur noch fehlt, ist, dass Lars selber sich mal an dieses Setup setzt und mal sagt, ob ihm das so gefällt. Beziehungsweise bevor wir jetzt gleich Lars nochmal fragen, wie er sein neues Setup findet, möchte ich nochmal ganz kurz über die Docking Station reden. Und zwar hat mir die extrem gut gefallen. Es funktioniert wirklich auf Anhieb. Also ich hatte wirklich gar keine Verbindungsprobleme. Das mit dem Switchen funktioniert auch wirklich extrem schnell und zuverlässig. Es gibt allerdings einen ganz großen Haken an dem Teil. Und zwar ist es der Preis. Denn mit 360 Euro ist es, glaube ich, so ziemlich die teuerste USB-C bzw. Monitor Docking Station, die ich bisher so gesehen habe. Ich habe mich damit jetzt auch nie tiefer auseinandergesetzt. Allerdings glaube ich, dass diese Docking Station eben besonders für die Leute ist, die auch wirklich die Qualität ausnutzen. Also wirklich drei Monitore mit 4K und 60 Hertz anschließen. Wirklich eine Playstation am Ende auch, ja, vielleicht sogar in 8K betreiben wollen. Also wirklich die volle Leistung brauchen, denn ansonsten tun es natürlich am Ende auch andere Docking Stations, die etwas weniger Geld kosten. Okay, das Setup steht, also alle drei Monitore sind angeschlossen, Playstation ist angeschlossen, natürlich gibt es hier auch eben jetzt ein vernünftiges Gaming-Tastatur-Setup, außerdem natürlich auch die Docking Station als Herzstück von diesem ganzen Setup. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch Lars, der hat sich dieses Setup natürlich schon mal angeguckt, schon mal ein bisschen ausprobiert, aber ich würde ihn gerne gleich nochmal fragen, ja, wie er jetzt eigentlich dieses Setup so im Alltag bzw. in der Praxis findet. Also Lars, komm nochmal rein und erzähl uns mal. So, ich würde auch gerne noch ein paar Worte zu dem Setup verlieren. Ich muss sagen, es ist so, wie es ist, super nice. Drei Bildschirme, der Traum eines jeden Produktiven. Links Spotify, in der Mitte arbeiten, rechts aber noch mehr Platz, vielleicht zum Zocken. Dann die Tastatur mit der Maus, RGB-Light, im Herzen Gamer. Und apropos Gamer, du hast doch gesagt, ich könnte auch noch irgendwie hier dran zocken, Anton. Ja, genau, drück mal auf den großen Knopf auf der Docking Station. Der grüne hier, ja? Okay. Perfekt, das ist doch die Playstation. Deswegen liegt auch dieser offensichtlich platzierte Playstation-Controller hier. Geil, okay, Leute. Ich habe Pause, es wird gezockt. Anton raus hier, wir sehen uns morgen. Das ist ja voll geil. Das schlimmste Game, was Und während Lars hier gerade fleißig am Zocken ist, möchte ich noch ein paar Worte an BenQ richten. Und zwar ein großes Dankeschön dafür, dass ihr hier dieses Setup so unterstützt habt mit der Docking Station. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte. Wie gesagt, ich muss sagen, preislich ist es so der einzige Haken an der Nummer. Ansonsten ist es wirklich der wahrgewordene Traum für jeden Gamer, wie Lars gerade schon meinte, aber natürlich auch für alle Kreativen unter euch. Alle anderen Produkte, die ihr hier in diesem Video gesehen habt, die habe ich euch natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Ich bin jetzt nicht auf jedes einzelne Produkt eingegangen. Es sollte hier wirklich um dieses Monitor-Setup auf der Basis von dieser BenQ Docking Station, der DP1310, gehen. Allerdings, wie gesagt, wenn ihr das irgendwie nachbauen wollt, dann könnt ihr gerne mal unten in der Beschreibung gucken. Jetzt würde mich aber mal interessieren, wie euer Schreibtisch-Setup aussieht. Deswegen könnt ihr mir jetzt mal ein Bild von eurem Schreibtisch-Setup auf Instagram schicken und die besten, ja, Setups möchte ich dann in die Story posten. Also schickt mir gerne alles, was ihr habt und ich bin sehr gespannt, was ihr mir da so schickt. Jetzt heißt es aber, dem Video einen Daumen nach oben geben, wenn euch das gefallen hat. Ansonsten vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Woche beim neuen Video oder aber hier, denn da geht es zum letzten Video. Bis dahin, eure Technikmonks.